Dankeschön, Dankeschön. Ein urschöner Slam, ein urschönes Finale. Also für mich kann gar nichts mehr Schlimmes passieren, außer dass ich einen Texthänger habe und dann jetzt auch vorbeigehen. Mein Text heißt Unterwegs mit Gorgonzola und Gelächter. Und das ist ein Text über Freundschaften. Eins. Am Anfang mag ich dich nicht mal. Wie Gorgonzola bist du ein Geschmack, an den man sich gewöhnen muss. Wie Gorgonzola veredelt was Dunkles dein Flimmern. Wie Gorgonzola liebst du Pizza. In einem Alter, in dem man Extrawurst für eine Delikatesse hält, hast du ein Lächeln wie ein negatives Weltall. Viel Weiß mit Sternbildern aus Mond zwischen den Zähnen, weil du Mondflässer liebst und weder Windwetter noch Zahnspange dich daran hindern können, zu essen, was dir passt. Es wäre auch Liebe gewesen, wenn uns der Volksschullehrer nicht an den Zöpfen zusammengebunden hätte. Was ich werden will, deine Freundin, schreibe ich dir ein Stammbuch. Was ich werden will, Diktator, du mir meins. Es gibt so Menschen, die ein bisschen lauter schreien, ein bisschen mutiger sind, ein bisschen heller strahlen. Die beim Völkerball nicht automatisch als Letzte ins Team gewählt werden, die es aber gar nicht kümmert, weil ihr Plan zur Weltherrschaft gar nicht vorsieht, das eigene Amazon-Ranking stündlich zu überprüfen. In einer Welt aus leider nein und ich habe heute kein Foto für dich. Ronja Räubertochter, so durch die Gegend, als gäbe es keine Monster im Bett. Als hättest du für die Mathe-Schularbeit genug gelernt, als wäre Angst dann aus der Mode gekommen worden. Zwei. Aus dem Bauch raus, würde ich sagen, uns steht die Welt offen. Aus dem Bauch raus, würde ich sagen, uns klopft das Herz bis zum Hals. Die Vernunft sagt, Diktator ist kein besonders vernünftiger Berufswunsch. Doch als die anderen Mädchen später den Malkasten entdecken, das Engtanzen und damit beginnen, Pommes mit Ketchup erotisch zu essen zu versuchen, gehört die Straße dir mit deinem breitbeinigen John Wayne meets Kurt Cobain Swag. Du schießt aus der Hüfte, als gäbe Stoffbären zu gewinnen beim Dosenschießen der Hormone. Oh my God, it's so fluffy. Du rennst schneller, als du kannst. Die darf niemand blöd kommen. Du schummelst beim Strip-Poker und nimmst nach Hause, wen du willst und wer dir gefällt. Was du werden willst, nicht schwanger und noch nicht jetzt. Was ich sein will, deine Freundin. Die Vernunft sagt, Diktator ist kein besonders vernünftiger Berufswunsch. 3. Das ist für den Regen, der mit uns Web-T-Shirt-Contest gespielt hat ohne Zuschauer. Das ist für Zungenküsse und Moshpits, das für Hundemüde und Herzklopf zum Halsfit. Wir fühlen uns erwachsen, weil wir Lapsang Soojong-Tee bestellen können, ohne zu stottern. Auf dem Campingplatz auf Naxos bedrohen wir den DJ mit zwei Fingerpistolen und Sternbildern im Lächeln. Schlafen gehen, spiel's nochmal. Fuck you, I won't do what you tell me. Das ist für Vollmondnächte und Autostopp. Das für Donauhäfen und selbstgebaute Alkopops. Das ist für PJ Harvey, die Badass-Göttin unseres Heranwachsens. Das ist für das Dunkle und das Flimmern. Wir belegen die Pizza mit Gorgonzola und Gelächter. Wir sammeln Berufserfahrungen und Stempel auf Reisepässen und schaufeln Sandstrand in Plastikflaschen, als könnte man das Glück ins Regal stellen. Wir entdecken die Welt und wollen keinen Mann abkriegen, aber einen Orgasmus. Wir entdecken die Welt und wollen geradeaus gehen und links und rechts abbiegen. Wir sind rastlos, wir entdecken die Welt mit Tagesausflügen und einem Jahr rastlos. Wir besprechen die Welt, komm, lass mich ausreden, was ist das bloß? Glück, sagst du, kann man ins Regal stellen. Der Trick ist, sagst du, schneller zu rennen, als man kann. 4. Glück kann man nicht ins Regal stellen. Und falls ich schneller rennen kann, als ich kann, dann weiß ich nicht wie. Und das Dunkle in unserem Flimmern, oh my God, it's not so fluffy. 5. Wie Gorgonzola bist du ein Geschmack, der einen nicht so schnell verlässt. 20 Jahre später legst du in deinem Eck des Weltalls Extrawurst in einen Mondflässerl. Das ist für Jana, Ronja Räubers Tochter in zweiter Generation, die bringst du später noch zum Fußballtraining. Das ist für Bastian, der hat morgen Mathe-Schularbeit und hoffentlich genug gelernt. Was du werden willst, keine Hockey-Mom. Nicht alleinerziehend, nicht Oma oder noch nicht jetzt. Ob ich dich vermisse? An manchen Tagen verlieren wir uns nicht aus den Augen und belegen die Pizza mit Gorgonzola, Gelächter und Geschichten von früher und jetzt. Ich erzähle dir von Bühnengänsehaut und Alltagsstress, du mir von dem Gefühl, wenn dein Kind dich besonders lieb anschaut und Alltagsstress, ich sehe da keinen großen Unterschied. Und während die Welt uns immer noch offen steht, irgendwie haben wir Tag für Tag zu tun mit dem, was uns so durch die Tage schiebt. Wir gegen Welt ist an dunklen Tagen Punktesieg, an dunklen Tagen nennen wir das Kammerflimmern unentschieden. Wir haben Tag für Tag zu tun damit, dass uns das Hamsterrad nicht unterkriegt und rennen schneller als wir können oder so und nehmen das Glück aus dem Regal, als wäre das möglich. Und dort im Regal, zwischen den ganzen Plastikflaschen, voller Sandstrand aus Naxos und anderswo, finde ich dein Lachen und alles, was ich
von dir gelernt habe. 5. Diktator ist kein besonders vernünftiger Berufswunsch. 4. Wann du beim Völkerball ins Team gewählt wirst, ist so egal wie dein Amazon-Ranking. 3. Pommes mit Ketchup kann man nicht erotisch essen. Und 2. Wenn dir aber blöd kommt, dann nimm den Swag aus dem Schrank, Beutel aus und staub ihn ab, denn 1. Angst ist ein aus der Mode gekommen Wort. Und noch was. Wenn du willst, dann schieß dir einen Stoffbären beim Dosenschießen der Hormone, denn oh my God, it's so fluffy. Dankeschön.